Märchenzeit. Guten Tag. Ich bin Jakob, Jakob Grimm. Und das ist mein Bruder Wilhelm. Zusammen sind wir die Brüder Grimm. Wir haben ganz viele Märchen für euch gesammelt und auch aufgeschrieben. Aber das wisst ihr ja bereits. Allerdings haben wir außer Märchen sammeln und aufzuschreiben noch ganz andere Dinge geschrieben. Viele Bücher. Und meistens ging es um die Wissenschaft der deutschen Sprache. Schaut, hier. An diesem Pult haben wir gestanden, stundenlang, manchmal bis weit in die Nacht hinein. Unsere größte Arbeit war wohl das Aufschreiben des deutschen Wörterbuches. Diese Arbeit war so allumfassend, das müsst ihr euch mal vorstellen, die unzähligen Wörter, die es gibt, alle aufzuschreiben, zu sortieren, zu bestimmen, zu analysieren. Also dazu reicht ein einziges Menschenleben gar nicht. Wir sind leider nur bis zum Buchstaben F gekommen. Aber wir haben damit angefangen und darauf sind wir auch stolz. Unser heutiges Märchen kommt aus dem Brüder Grimmhaus Steinau. Dort steht die Erzählerin Margot Dernisch und erzählt euch das Lumpengesindel. Viel Spaß. Eines Morgens, da wachte das Hähnchen bei Zeiten auf. Kikeriki, Hühnchen, steh auf! Die Nüsse sind reif auf dem Nussberg. Lass uns einmal satt essen, bevor es das Eichhorn tut. So lief das Hühnchen mit dem Hähnchen hinauf auf den Nussberg. Oh, die Nüsse schmeckten ihnen gut. Sie aßen sich rund und dick und satt. Und dann, ich weiß nicht, waren sie so bequem geworden? Oder wurden sie übermütig jedenfalls? Sie wollten nicht nach Hause laufen. Nein, sie wollten fahren und dazu baute das Hähnchen einen Wagen aus den Schalen der Nüsse. Ha, als er fertig war, nun da hockte sich das Hühnchen hinein. Lauf, Hähnchen, lauf, zieh mich nach Hause. Was? Ich soll dich ziehen? Ich habe doch den Wagen gebaut. Ich will Kutscher sein. Ich will auf dem Bock sitzen. Du musst dich vorspannen. Oh, da gerieten die beiden in Streit. Da merkten sie nicht, wie die Ente des Nussberges kam. He, ihr Diebesvolk! Was treibt ihr in meinem Nussberg? Es sind meine Nüsse. Oh, sogleich ging die Ente mit aufgerissenem Schnabel auf das Hähnchen los. Doch das Hähnchen, es ließ sich das nicht gefallen. Es ging auf die Ente los. Mit seinem Sporn, mit seiner kleinen Zehe, hackte es der Ente in den Leib. Da gab sie auf. Und nun zur Strafe wurde die Ente vor den Wagen gespannt. Und das Hähnchen und das Hühnchen hockten sich auf den Bock und lauf, Ente, lauf! Nun war es schon Abend geworden und wie sie des Weges liefen und fuhren, ja, stellt euch vor, da standen zwei Nadeln am Wegesrand. Eine Stecknadel sowie eine Nähnadel. Sie wollten mitgenommen werden. Oh, wir haben uns in der Schneiderwerkstätte bei einem Bier verspätet. Und nun wird es stichdunkel. Unsere Füße schmerzen ebenso und so möchten wir nicht mehr laufen, sondern mit euch nun fahren. Nun, was sollten sie tun, das Hähnchen und das Hühnchen? Ach, es waren ja schmale und dünne Leute. Doch die beiden Nadeln mussten versprechen, dem Hahn und dem Hühnchen nicht auf die Füße zu treten. Und so fuhren sie los. Lauf, Ente, lauf! Die Ente lief, bis es stockfinster war. Und da kamen sie in ein Gasthaus. Und dort wollten sie übernachten. Aber dem Wirt gefiel es nicht so recht. Er dachte, oh je, das ist keine feine Herrschaft, eher ein Lumpengesindel. Nein, nein, meinte der Gastwirt, ich habe keinen Platz mehr in meiner Herberge. Der Hahn und das Hühnchen fingen nun das süße Reden an. Der Hahn meinte, Herr Wirt,
Wir schenken euch auch morgen früh das Ei, das das Hühnchen legen wird. Und das Hühnchen fügte hinzu, Herr Wirt, wir überlassen euch ebenfalls die Ente mit Haut und Haar und Federkleid. Nun, das ließ sich doch der Herbergsvater nicht entgehen und so willigte er auf den Handel ein. Hahn und Hühnchen aber setzten sich erst einmal in die Wirtsstube hinein, ließen sich vom Wirt die feinsten Dinge auftragen. Und zum guten Essen, da tranken sie den besten Wein im Übermaß. Und dann gingen sie zur Ruhe. Am anderen Morgen, da wachte das Hähnchen als erster auf. Kikeriki, Hühnchen, wach auf, leg dein Ei. Und dann pickten sie ein Loch in das Ei hinein, schlürften es aus und dann warfen sie das Ei auf den heißen Kohleherd. Ja, und stellt euch vor, sie schlichen sich zu den schlafenden Nadeln, packten sie, steckten die eine an das Handtuch an der Wand und die andere, die steckten sie ins Kissen auf dem Sessel. Und dann schlichen sie sich leise davon. Vor dem Gasthaus nun, da flatterten sie aufgeregt auf und davon. Nun, vom Flügelschlagen, da wurde die Ente wach. Was? Die fliegen einfach so davon? Na, was die können, das kann ich auch. Sie watschelte zum Bach, sprang ins Wasser und schwamm davon. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Gastwirt endlich erwachte. Ach, er reckte und streckte sich, ging nun und wusch sich, nahm das Handtuch, um sich abzutrocknen. Aber auweh, die Nadel im Tuch, sie hatte ihm einen roten Strich von einem Ohr zum anderen gemacht. Potzdauts, wie fängt der Tag heute denn an? Nun, er ging in die Küche, aber gerade da sprang ihm die heiß gewordene Eierschale ins Gesicht. Na, heut will mir aber alles wohl ins Gesicht. Verdrießlich ließ er sich nun in den Sessel fallen, aber auweh, die Nadel von unten hatte sie ihn gebiekst. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß auch, wer dahinter steckt. Hahn und Hühnchen, dieses Lumpengesindel. Er suchte sie im ganzen Haus, doch er hat sie nicht gefunden. Da ärgerte er sich. Ich lasse nie wieder Lumpengesindel in mein Haus hinein. Lumpengesindel, das viel isst, noch mehr trinkt und nichts bezahlt. Tja, so ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Lumpengesindel, Hahn und Hühnchen sitzen in keinem Gasthaus an einem Tisch. Ich habe zumindest keines sitzen sehen. Und ihr? Na, hat es euch gefallen? Na schön, dann sehen wir uns vielleicht in einer der nächsten Folgen wieder. Also ich freue mich auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Jakob. Zeit.